Hey, hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge Monstrum. So, beim letzten Mal haben wir Big Daddy besiegt. Das finde ich total super. Finde ich schön. Ja, zwar nur mit dem Helikopter. Was heißt nur mit dem Helikopter? Wir sind entkommen. Hey, das ist Monstrum. Da kann man sich freuen, wenn man gewinnt. So, ja, auch ich kann mich da noch freuen. Auch wenn ich es schon ein, zwei Mal geschafft habe, aber... Nichtsdestotrotz, ich freue mich immer noch, wenn ich es denn mal schaffe, weil das ist auch echt immer wieder eine Herausforderung. Auch wenn ich manchmal dumm rumlaber und so tue, als wäre ich der Geilste hier in dem Spiel, ist das natürlich überhaupt nicht so. Die Monster sind nämlich die Geilsten. Denn wenn man sich mal die Statistik anguckt, die spricht dann doch eindeutig Bände. No, und da stehen wir doch, ich sag mal... eher schlecht da, ne? Ich habe jetzt gar nicht die genauen Zahlen im Kopf, aber Faceak vielleicht, wir können ihn gleich mal fragen, er kommt da auf jeden Fall, ich höre ihn schon, er ist auf jeden Fall schon im Anmarsch. Ja, warum habe ich denn den Becher mitgenommen, ich Trottel? Ich mache manchmal Dinge, wenn ich laber, ich sollte das mal lassen. Ich höre mal auf zu reden am besten. Ich mache mal eine ganze Folge, wo ich nicht rede, pass mal auf. Das wird bestimmt ein Kracher. Das wird bestimmt richtig super. Da freuen sich dann alle, wenn ich mal die Schnauze halte. So, aber das könnt ihr vergessen. Da verlaber ich viel zu gerne. So, hier auf mit dir, du Tür. Du, 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 du. So, die Schlümpfe. Die kommen jetzt hier nämlich raus. Pass mal auf, jetzt kommt auch Faceak bestimmt, wenn ich das anmache. Ist das eben so? Hau doch mal ab. Der sieht mich doch gar nicht, wenn ich hier bin, oder? Der kann mich nicht sehen, wenn ich hier bin. Und wenn er mich sieht, dann bin ich halt immer noch schneller weg als er. Oder ich schließe ihn halt einfach auf. Geh da mal hin und mach mal auf, Dicker. Was ist denn jetzt mit dir, du Ochse? Da ist er. Na gut, wenn er da jetzt ist, dann macht er mir jetzt ja vielleicht gleich auf. Die Frage ist, wo geht er danach hin? Pass mal auf, ich muss mal eben gucken. So, das ist auf Deck 3. Muss man das mal eben merken. Auf Deck 3 und dann welcher Ausgang? Der rechte. Okay. Deck 3, rechter Aufgang. Ich habe die Schlüssel dabei, dann kann ich die hier schon mal aufschließen, oder? Ist ja auch nie verkehrt. So, zack, auf, du Tür. Deck 3, rechter Aufgang. Rechter Abgang. Was ist denn das jetzt? Ein Aufgang oder ein Abgang? Treppenhaus. So. Ich bin mal gespannt, was da Schönes drin ist. Ob da was Schönes drin ist? Wer weiß das schon. Ich mache immer noch die Schränke auf und das tut mir auch wirklich leid. Es ist einfach, das ist so ein Zwang. Ich kann das nicht ändern. Ich muss das tun. Es ist... Ich bin besessen von Schränken, die ich aufmache. Das kommt auch mit mal auf meine Liste. Meine Liste der 5 Dinge oder 10 Dinge oder was weiß ich, Milliarden Dinge, die dich erkennen lassen, dass du zu viel Monstrum spielst. Oh, zum Beispiel über Blasen laufen mag man da auch nicht mehr und so. Wenn Eier auf dem Boden liegen, da tritt man da nicht mehr rauf. Weil man immer Angst haben muss. Mist, wir haben keinen... Haben nichts mehr. Oh, hier sind ja 2 Dinger schon wieder. Komm, dann machen wir ein bisschen Krach. Digga, komm raus. So, das ist super. Sehr gut. Ah, so. Oh, Alter. Irgendwie jucken mir heute die Augen. Das ist nicht schön. Überhaupt nicht schön hier. So, jetzt gehe ich mal runter. Jetzt, wo der Hühnerschrecker mal da hinten rumrennt, kann ich doch auch hier unten. Linker Auf- und Abgang. Linkes Treppenhaus war das. Und Etage 3. Ich erinnere mich.
So. Das hakt heute ein bisschen, ne? Irgendwie. Naja, okay. Wo war denn das jetzt, verdammte Axt? Dieser war's. Die Leuchtpistole. Na, siehst du mal. Die ist ja auch überhaupt nicht nutzlos und so. Ach, egal. Radios hin. Toll. Tausche Radio gegen Leuchtpistole. Super. Super Aktion. Ganz großartig. Geh mal hier weiter. Ah, so, wir haben noch nichts großartig für unsere Flucht, ne? Die Kette haben wir. Das Klebeband haben wir. Mensch, was wieder. Das ist ja, wie Weihnachten ist das ja hier. Wenn jetzt hier noch irgendwo die Lustpumpe rumliegt, dann wäre das ja die Krönung. Warte mal, haben wir noch Platz? Nee, komm. Bevor ich jetzt hier rumhampel, gehe ich doch eben hin. Und setze schon mal die Kette ein und klebe schon mal das Boot zu. Ich habe ein Déjà-vu. Vor 2 Folgen war das. Ja, vor 2 Folgen. Ich erinnere mich genau. Da ist uns Faceac, der alte Stricher, schön an die Beine gesprungen. Und hat uns, den Tag vermiest. Also den Sieg geklaut sozusagen. Der Arsch. Ja, ja, ich erinnere mich daran. Glaub mal nicht, dass du mir so davon kommst, du Penner. Irgendwann kriege ich dich dafür ran. Jack. Falsches Ding. Falsches Ding. Wo ist er? Haha, erwischt. Der Pisser. Ja, ja, verzieh dich. Kannst du mal einen wichsen gehen, du Penner. So. So, ja, jetzt haben wir auch eigentlich nichts mehr dafür, ne? Jetzt haben wir irgendwie alles, was wir machen konnten, oder? Nee, ist ja Käse. Natürlich haben wir. Wir haben doch noch das, das Klebeband haben wir doch noch. Das Klebeband, das Klebeband. Das kannst du vergessen. Dann klebe ich dich erstmal zu. Die Küche. Na, wenn in der Küche nichts ist, was wir brauchen können, dann ist nirgendwo was. Eine Taschenlampe. Na, siehst du mal. Mit Panzertape müssen sich da auch prima die Eier von Faceac da zukleben lassen, oder? Aber 100 Pro. Oh, da hinten ist ein Rucksackpack. Scheiße, das würde ich gern haben. Ich fürchte, da kommen wir nicht einfach ran. Mach zu, die Scheißklappe hier. So, hier ist auch nix. Ja, ja, das hättest du wohl so gerne, wa? Den haben wir schon? Gut. Gut, dann haben wir wenigstens das schon mal abgeklebt, den Mist. War hier nicht ein Treppenhaus irgendwo? Ich erinnere mich doch. Hier, genau. Siehste mal. Und
Und hier ist ein Becher und ein Gedönse. Und noch mehr Gedönse. Pass auf, dann schmeiße ich mal das Ding weg. Das nehmen wir mit. Den mache ich an. Was brauchen wir? Ach, was, warum mache ich das denn zu? Was brauchen wir denn jetzt eigentlich noch? Wir brauchen noch die Luftpumpe, ne? Aber wir haben noch gar nicht nachgeguckt, ob die da nicht sogar liegt. Wir könnten ja sogar mal Glück haben. Soll's ja geben. Ja, ja, auch wir haben mal Glück. Ab und an. Sind hier viele Räume? Was ist denn hier los? So. Hier passiert nichts mehr. So, die Luftpumpe. Die Luftpumpe, die liegt garantiert darum. Garantiert. So. Ich sehe noch gleich garantiert irgendwo Eier oder so. Ich gehe mal eine Etage höher. Huch. Und klebe mal. Da ist sie doch. Siehst du mal. Klebe mal das Boot ab. Zack. So, wenn er jetzt kommt, haben wir ein Problem. Da verhaspelt er sich dann nämlich. Oh, kacke, jetzt ist er da. Ja, komm hierher. Genau, komm hierher. So, ich muss mal leider hier lang. Ich muss mal den langen Weg gehen. Etage runter. So, ich muss jetzt einfach mal weg. Boah, das hakt aber auch echt derbe heute. Ist nicht gut. Ich kann hier nicht arbeiten. Machen wir hier vielleicht noch was Schönes? Das nehme ich mal mit. So, an dem Punkt waren wir beim vorletzten Mal auch schon. Und dann hat der Sack uns einen schönen Strich durch die Rechnung gemacht. Und der Sieg war seiner. Ja, ja. Nicht dieses Mal. Nicht zu dieses Mal. Pass auf. Wir schaffen das diesmal. Aber hier gehe ich nicht rein. Da habe ich keinen Bock drauf heute. Wir sind ja quasi schon fertig. Das wäre jetzt totaler Quatsch, da reinzurennen. So, ich muss eigentlich mal irgendwo anders Krach machen jetzt, ne? Ich habe doch noch ein Radio dabei. Kann ich doch nutzen eigentlich. Pass auf, hier eine Etage höher. Wenn wir Glück haben, dann versucht er das Ding jetzt zu finden. Das muss natürlich nicht so sein, aber könnte. So. Deck 7. Deck 7. Deck 7 ist richtig. Falsche Richtung. Hier lang. So. Und die Kette ist hier. So komme ich da jetzt nicht ran. Alter. Ich brauch die Kette, verdammte Axt.
die jetzt fest oder nicht? Nee, natürlich nicht. Aber jetzt. Du-di-du. Ja! Eins und zwei. Vergiss es, ich bin weg. So, da hätten wir es wieder geschafft. Diesmal gegen Facehug. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr cool. Ja, ich würde sagen, wir spielen direkt noch eine Runde. Jetzt aber flott. So, eigentlich hatte ich ja gesagt, machen wir jetzt kurze Runden aufgrund der Vorproduzierungsgeschichte. Ne? Wer die letzten Folgen gesehen hat, der erinnert sich. Aber jetzt eine unter 20-Minuten-Folge ist halt irgendwie auch kacke. Da habe ich keinen Bock drauf. Das finde ich doof. So, und deswegen, jetzt habt ihr das Glück, dass es wahrscheinlich eine sehr, sehr lange werden wird. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es jetzt ja noch nicht. Aber könnte sein. Könnte jetzt sein. Wo sind wir denn hier? Denn, ja, könnte sein, weil die Chance, dass ich das ein zweites Mal in so kurzer Zeit schaffe, ist doch sehr gering. So, Schnauze. Muss man halt ein bisschen sich beeilen jetzt, ne? So. Wer das nicht ab kann, der schalte jetzt bitte aus. So. So, ich bin jetzt halt auch ein bisschen hektisch mal. Hier so. So, hier ist überall nichts, ne? Scheiße. Verdammt. So viele Räume und nichts drin. Das Radio nehmen wir mal mit. Taschenlampe nehmen wir auch mit. Manchmal ist hier auch was drin. Manchmal ist gar nichts da. Boah, Alter. Das ist blöd irgendwie. Ist nicht wirklich viel. Oh, The Fiend ist es. Gut. Dann ist es halt The Fiend. Ist mir auch recht. Mir ist es egal, welchen Gegner wir haben. Wir gewinnen ja doch. So oder so. Müssen wir mal ein bisschen Krach machen? Kommt er vielleicht hierher? Kann ich mich nämlich woanders umsehen. Ja, ich hatte... Wann war das? Beim letzten Mal? Ich glaube, beim letzten Mal habe ich das gesagt. Na, beim letzten Mal meinte ich doch schon irgendwie... Ich würde gerne mal wieder gegen The Fiend gewinnen. Was haben wir denn gegen The Fiend bisher geschafft? Nur das Boot, ne? Also nur das Rettungsboot, glaube ich. Nur das Rettungsboot. Das ist ein bisschen dünne. Das heißt, ich möchte eigentlich nicht mit dem Rettungsboot weg. Wenn sich das jetzt natürlich anbietet, dann werden wir das jetzt mal machen. Aber nur aufgrund der Tatsache, dass wir es heute schon einmal geschafft haben. So, das nehme ich mit. Dann lege ich die mal hier hin. So, das packe ich hier direkt hin.
Ansonsten möchte ich halt wirklich sehr gerne mit dem U-Boot oder so mal entkommen. Oder den Helikopter vor The Fiend entkommen. Wäre auch schön. Hauptsache mal nicht das Rettungsboot. Ja, so weit sind wir schon. Ne? So weit sind wir schon, dass wir uns jetzt aussuchen wollen, wie wir hier entkommen in diesem Spiel. So, pass auf, ich gehe jetzt hier. Wo ist er denn jetzt? Da ist er. Da ist er ja, der Hühnerschrecker. So, ich glaube, hier war er noch nicht, ne? So, ich gehe mal ganz nach unten. Vielleicht haben wir ja Glück und er geht nach oben. Vielleicht ist er ja so dusselig und rafft das nicht. Darauf wetten würde ich allerdings nicht. So, ja. So, wenn das so ist, dann gucken wir uns jetzt auch mal hier um. Habe ich noch eine Sicherung? Ja, geilo. Geilo, ich habe noch eine Sicherung. Das ist cool. So, ich mache hier mal auf. Dann können wir wenigstens das verhindern, was wir irgendwie beim letzten Mal oder irgendwann, wann war das? Irgendwie vor kurzem hatten. Dass wir nicht von diesen Räumen aus woanders anrufen können. Jetzt haben wir die Sicherung reingedreht da oben. Das heißt, jetzt können wir auch irgendwie The Fiend ablenken, indem wir irgendwo anders anrufen. Hier ist die Kette. Da siehst du mal. So, wo ist denn der scheiß zweite Raum? So, hier war kein zweiter, ne? Auf dieser Etage, oder? Oder doch, oder nicht? Oder doch, oder nicht? Ah, ich vergesse das immer wieder. Ey, als würde ich das Spiel zum ersten Mal spielen. So. So, bei The Fiend hilft das ja immer noch, das mit dem Abschließen, ne? Dass du kannst ihn quasi ein bisschen ärgern, indem du da immer wieder immer wieder zumachst, während er aufgemacht hat. Oder nachdem er aufgemacht hat. Will ich den haben? Will ich den haben? Will ich den haben? Pass auf, ich pack den weg, ich nehme das mit. Uns fehlt jetzt für die Flucht mit dem Rettungsboot noch das Klebeband, ne? So, wo ist denn hier jetzt der... Die scheiß Treppe. So, welcher Raum ist das? Steht das hier nicht dran? Hier stand noch... Ach so, das war nur das Geräusch vom Dampfventil. Ist überhaupt ein Telefon in diesem Raum? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Nee, hier natürlich mal wieder nicht. Das ist ja ganz großartig, ey. Nehmen wir das zweite Gedönse mit.
jetzt die Treppe. Hier reinguckt, haben wir ein Problem. Da machen wir nichts mehr. Aber wir hätten jetzt die geile Gelegenheit, gegen ihn zu gewinnen, und zwar mit dem Helikopter. Wir uns fehlt quasi nur noch der Schlüssel und die Zange. Und der Bolzenschneider, meine ich. Nur noch ist gut. Ich finde das mal in diesem Kackspiel, ey. So. In 4 ist er, Junge, ne? Weißt du? 4 ist ganz unten, glaube ich. Ich hoffe mal, ey. Ich weiß das echt überhaupt nicht. Ich dachte immer, da hätte eine Nummer dran gestanden, unten an den Türen, oder... Oder ich bin einfach zu blind und sehe sie nicht. So, jetzt auch egal, hier kommt. Müssen wir langsam mal weiter hier. Könnte ich die ganze Zeit lang hier nur. Rumhampeln, wollte ich gerade sagen. Ist in 4. In 4 ist er. Ist in 4. Hallo. Konnte der mich denn jetzt hier sehen? Was ist denn das für eine Scheiße? Das konnte er nicht sehen. The Fiend auf Brücke, bitte. Oh, jetzt hat er kaputt gemacht. Wenn der jetzt wirklich in der 4 ist, dann kann ich hier abhauen. Was sind das für Geräusche jetzt noch? Das ist doch Quatsch. Das ist doch Käse. Na siehst du, dann haben sie es auch endlich gepillert. Das ist Quatsch, was sie hier machen. Mich hier verrückt machen wollen. Üblen Sounds. Pah. Bam. So, vielleicht. Sagen, haben wir mal Glück. Also noch ein zweites Mal Glück. Das wäre natürlich ganz großartig. Aber so wirklich dran glauben tue ich noch nicht. Oder? Doch, ich glaube dran. Wir schaffen das. Wie immer. Es gibt ja keinen Grund, außer dem Faktor Zeit, der uns davon abhält, zu gewinnen. Wenn man sich hier in diesem Spiel genügend Zeit lässt und da nicht irgendwie dumm irgendwo reinrennt oder so, ich glaube, dann kann man das immer ganz gut gewinnen, glaube ich, oder? Vielleicht laber ich auch wieder nur, ne? Vermutlich. So, die Sicherung nehmen wir mit. Nehmen wir nicht mit.
Doch, den nehmen wir mit. So, mal ein bisschen Disco-Fiend hier dafür sorgen, dass er... Oh, der ist aber schon ganz schön nah dran gewesen gerade. Wenn er so dicht bei war. Oh, fuck. Wir haben noch eine Sicherung, ne? Ist ja gar nicht schlecht. Oh, oh. So, jetzt haben wir ein Problem. Wenn wir nicht aus seinem Sichtbereich verschwinden, dann packt er uns. Disco, Disco. Ah, so, das kommt aus. Die kommt auch aus. So, den Schlüssel haben wir nicht, ne? Schade eigentlich. Ich würde wirklich gern mit dem Helikopter gegen The Fiend weg. Ich frage mich, was der dann macht. Oder mit dem U-Boot. Auch das wäre wahrscheinlich total furchtbar toll. Leider nichts. Eins, zwei, dreimal nichts. Doch, das ist so eine Eieruhr. Die nehmen wir doch mal mit. So, einmal Krach hatten wir dann nicht dabei. So, und hier ist die U-Boot-Batterie. Auch die ist natürlich ausgesprochen hilfreich. Vielleicht finden wir noch die restlichen Teile für das U-Boot. Das Schweißgerät haben wir schon mal. Naja. Wird doch. Da fehlen uns nur noch die Subheadlights, ne? Oh, das Klebeband haben wir hier. Warte mal, komm ich hier runter? Ist das der Ort, wo das U-Boot ist? Ja. Er ist es. So, und die... So, dieses Ding hier. Zack. Fürs U-Boot fehlt es natürlich jetzt noch eine Sicherung, ne? Die habe ich jetzt ja verballert. Überhaupt nicht schlimm. Was haben wir da denn? Feuerzeug? Ah, das Feuerzeug haben wir aufgenommen. So, jetzt die Subheadlights. Was wäre das ein Traum? Ja, was machen wir denn mal, wenn der jetzt... Wenn der jetzt... Oh, der kommt. Hier flackert es schon wieder. Ich wollte gerade sagen, was machen wir denn mal, wenn wir jetzt in die Situation kommen, dass wir ihn einsperren können? Dann machen wir das, oder? Würde ich sagen. Und zwar im U-Boot-Raum natürlich. Wurde mir jetzt ja wiederholt gesagt, ich soll das doch mal ausprobieren. Ja,
das machen wir dann. Wenn wir da. Wenn es dazu kommen sollte. Scheiße. Mann, ey. What? Alter, ey. Diese Kackdinger, diese Kackdampfdüsen hier, die gehen mir echt auf den Zeiger. Also wenn wir das hinbekommen, dass wir den heute einsperren können, dann machen wir das auch. Versprochen. Uah. Scheiße. Nix da, mein Freund. Das kannst du mit deinen ganzen Kumpels kannst du das zu Hause machen, in deinem Scheißland. Da, wo du herkommst, du. Von deinem Scheißplaneten. Ach, Mann, ey. So, naja, wir sind ja schon fast, haben ja schon fast gewonnen, sozusagen. Ich frage mich, ob wir gegen Disco Fiend irgendwie auch mit Feuer was ausrichten können. Das geht. So. Der ist jetzt natürlich total auf den Fersen, der Sack. Ist doch bestimmt irgendwo in der Nähe. Ist er auch. Das Licht flackert doch schon wieder ausgesprochen schön. So, hier geht die Treppe hoch, die Treppe hoch, die Treppe hoch. Wir gehen nach oben. Deck 7. Deck 7. Ganz genau, da will ich hin. Oh, ich weiß, es sieht alles nach einem Sieg wieder mit dem Schlauchboot aus. Gegen The Fiend, aber... So what? Das kommt weg. Wahrscheinlich Krabsche und sowieso wieder vorher oder so ein Mist. Ich sehe da doch schon kommen. Steht. Geil. Dann. Kacke. Zweiten Konsole sieht, dann sieht man nicht, was da passiert. So, Deck 5, Deck 5, Deck 5, Deck 5, wir sind raus. Wir haben es geschafft! Geile Scheiße, Alter! Oh.
So, geil. Zweimal geschafft heute. Das finde ich cool. Auch wenn es das zweite Mal jetzt gegen The Fiend nicht mit dem U-Boot, auch nicht mit dem Helikopter war, sondern mal wieder mit dem Schlauchboot. Aber ey, ganz ehrlich, ist mir scheißegal. Wir haben es geschafft und insofern, ja, zweimal sogar geschafft. Finde ich so geil. Cool. Also, bis zum nächsten Mal wieder. Hoffe, es hat dir gefallen. Ist doch wieder länger geworden, die Folge. Entgegen dem, was ich eigentlich geplant hatte, aber das macht überhaupt nichts. Also, bis zum nächsten Mal. Mach es gut. Ciao.